Guten Morgen vom Runenhexaltar. Heute ein paar Worte zu Raido. Raido, das Rad des Lebens, das Rad des Jahres, das Rad, das uns sagt, dass immer alles zyklisch ist. Jedes Jahr hat Anfang, Mitte, Ende. Jedes Leben hat Anfang, Mitte, Ende. Alles, was du tust, hat Anfang, Mitte, Ende. Und alles wandelt sich dann. Und so dreht sich das Rad immer weiter, das Rad deines Lebens, das Rad der Erde. Und alles hat Anfang, Mitte, Ende und wandelt sich dann. Das geht bis hinauf in den größten Kosmos so und bis hinein in die kleinste Pflanze, in die kleinste Ameise. Alles reagiert genau gleich. Und so ist es auch mit allem, was du erlebst. Wenn Raido aufrecht steht in deinem Wurf oder deiner Ziehung, dann läuft es gut voran, dann ist dein Weg gut in Bewegung. Ja? Dann tut sich was nach vorne und das ist ja für die meisten Menschen sehr erfreulich, auch wenn sie nicht bedenken, dass das natürlich auch dann dem Wandel an den Wandel hingeht. Also es bleibt nichts, wie es war. Wenn Raido so erscheint, auf dem Kopfe stehend, dann ist die Frage, mit was blockierst du bitteschön deinen Wandel? Was blockiert dein Rad? Welche innerliche Angst, welche Problematik in deinem Leben? Und jede äußere Problematik hat eine Entsprechung in deiner tiefen Innenwelt. Und die gilt es dann zu erforschen. Ja? Wenn es nicht so vorangeht, wenn Raido sagt, ich kann nicht mich wandeln in die Form, in die ich möchte, weil etwas in dir das nicht zulässt. Deswegen forsche tief und genau, damit Raido wieder in Bewegung kommen kann, sich drehen und wandeln. Es ist wichtig, dass Raido in Bewegung bleibt. Es ist ein universelles Gesetz. Versuche es auch nicht zu bremsen. Selbst wenn dir eine Sache, ein Ort oder eine Liebe, ein Job oder sonst was unglaublich wichtig und schön ist, versuch nicht zu bremsen. Du kannst mit deinem kleinen menschlichen Verstand nicht abschätzen, wie die zyklische Entwicklung sein wird. Vertraue dem Rat. Und lass dich von der Lebenskraft tragen. Raido von der Runenhex. Ich gebe jetzt wieder Einsteigertage, Runentage und Workshops. Es gibt den Runenfernkurs. Wenn du mehr von mir erfahren möchtest, dann schreib mir gerne auf meiner Homepage www.runenhex.com eine Nachricht. Auch kann ich dir natürlich helfen, deine Raido-Themen zu bearbeiten, zu lösen oder auch zu festigen, je nachdem, was für deinen Weg, für dein Rad am besten ist. Ich wünsche einen heilen Tag.